Hallo, ich lese von der Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin angekommen im ersten farbigen Kapitel, das heißt Haut, Haare. Im Abschnitt Akne am Anfang wird beschrieben, was ist Akne, ist eine Selbstbehandlung möglich, wann zum Arzt, was ist bei der Behandlung zu achten, was kann ich selbst tun. Danach werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe aufgeführt. Zuerst rezeptfreie Medikamente, dann rezeptpflichtige Medikamente und danach geht es nach Wirkstoffen in alphabetischer Reihenfolge weiter. Und ich bin angekommen bei Retinoide in Klammern äußerlich. So, erst noch einen Schluck trinken. Retinoide in Klammern äußerlich. Retinoide sind Vitamin A-Abkömmlinge, die die Talgdrüsen verkleinern, die Talgproduktion behindern und entzündungshemmend wirken. Und jetzt kommt die Bewertung, die ist grün in dem Ampelsystem hier und die heißt Isotretinoin und Tretinoin, geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne. Die therapeutische Wirksamkeit der Retinoide bei leichter bis mittelschwerer Akne ist belegt. Wichtig zu wissen: Isotretinoin und Tretinoin entfalten ihre Wirkung erst nach einigen Wochen. Je länger Sie das Mittel anwenden, desto stärker werden Sie von der Haut aufgenommen. Sobald Sie sehen, dass die Akne sich bessert, sollten Sie die Medikamente nur noch dünn und nicht mehr täglich auftragen. Insgesamt nicht länger als 6 bis 12 Monate ununterbrochen. Kosmetika sollten Sie während der Behandlungszeit nur in Absprache mit dem Hautarzt benutzen. Präparate mit einem hohen Gehalt an Alkohol, Menthol, Gewürzen oder Limone wie Rasiercreme, Gesichtswasser, Parfüm sollten Sie in den ersten 3 Wochen der Behandlung nicht verwenden. Sie können die Haut stark reizen. Die Haut kann sich röten, schuppen, jucken, brennen, trocken und damit verletzlich werden. Setzen Sie die Haut während der Behandlung nicht der Sonne aus. Auch sollten Sie Retinoide nicht gleichzeitig mit Acelainsäure, Benzoyl, Ölperoxid oder salicylhaltigen Präparaten anwenden, weil das die Haut zu stark reizen könnte. Vor Beginn der Therapie sollte eine Schwangerschaft sicher ausgeschlossen und während der Behandlung sicher verhütet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Wenn Sie schwanger werden wollen, sollten Sie das Mittel absetzen und für weitere 4 Wochen ein sicheres Verhütungsmittel benutzen, da die noch im Körper vorhandenen Wirkstoffe ein Ungeborenes schädigen können. Während einer Schwangerschaft dürfen Sie die Substanzen nicht anwenden. Da nicht bekannt ist, ob Sie in die Muttermilch übertreten, sollten Sie sie in der Stillzeit nicht anwenden. So, das war die Anwendung von Retinoiden äußerlich. Es geht weiter mit der Anwendung von Retinoiden innerlich. Tschüss.